Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute ein Brezenknödel-Carpaccio machen und wir fangen auch gleich an. Für die Brezenknödel braucht ihr 200 bis 250 Gramm Brezen, 150 Milliliter Milch, 3 Eier, Salz und Pfeffer. Für das Dressing braucht ihr etwas Öl, Zucker, mittelscharfen Senf, süßen Senf, eventuell etwas Wasser, Schnittlauch oder Petersilie, etwas Essig, Salz und Pfeffer. Als erstes gebt ihr die Milch in einen Topf und lasst das Ganze im Hintergrund kurz aufkochen. Währenddessen nehmt ihr die Brezen und schneidet sie in dünne Scheiben. Wenn ihr es jetzt so wie ich bereits in Scheiben geschnitten habt, nehmt ihr die Milch, sobald sie aufgekocht hat, und gebt sie über die Brezenscheiben. Dann legt ihr ein Tuch darüber und lasst es einfach 5 bis 10 Minuten ziehen, ehe ihr das Ganze mit etwas Salz, Pfeffer und allen Gewürzen, die ihr drin haben möchtet, würzt. Dann guckt ihr, wie warm das Ganze noch ist und wenn es nur noch so lauwarm ist, gebt ihr die Eier dazu und verarbeitet das Ganze zu einer schönen Masse. Als nächstes braucht ihr dann eine Frischhaltefolie, wo ihr die Masse drauf gebt. Schaut dabei darauf, dass das Ganze nicht zu groß wird und dass ihr einen Topf habt, in den das Ganze reinpasst. Und dann gebt ihr einfach die Masse drauf, rollt das Ganze ein, sodass es wirklich rund ist. Und dann nehmt ihr die Enden der Frischhaltefolie und dreht diese ein. Und während ihr das Ganze eindreht, schafft ihr eine gewisse Spannung, wodurch die Rolle dann im Normalfall schöner wird. Wenn ihr dann eine schöne Rolle habt, nehmt ihr noch etwas Alufolie und wickelt das Ganze darin ein. Das stabilisiert dann die Form während des Kochens. Und dann nehmt ihr einen Topf mit Wasser, in den die Rolle oder die Rollen reinpassen und lasst das Ganze kurz aufkochen, ehe ihr die Knödelrolle reingebt. Dann lasst ihr es etwa 10 Minuten leicht dahin köcheln, ehe ihr das Ganze noch für etwa 30 Minuten ziehen lasst. Das heißt in diesem Fall, dass ihr den Topf nicht ganz ausschaltet, aber dass er nur noch bei sehr niedriger Hitze auf dem Herd steht. Und am Ende sollte der Knödel eine Kerntemperatur über 72 Grad haben, idealerweise über 80 Grad. Und dann nehmt ihr das Ganze raus und so wie es ist, lasst ihr es einfach auskühlen. Wenn es dann so bei Raumtemperatur ist, könnt ihr das Ganze in den Kühlschrank legen und dann lasst ihr das über Nacht dann durchkühlen. Am nächsten Tag, bevor wir uns wieder um den Knödel kümmern, kümmern wir uns erstmal um das Dressing und dazu mischen wir einfach den Senf, den Essig, das Öl, ein bisschen Zucker, Petersilie, Schnittlauch oder was auch immer ihr für Kräuter verwenden möchtet und schmecken das Ganze ab, dass es uns schmeckt. Und wenn wir das dann vorbereitet haben, nehmen wir den Brezenknödel und packen ihn aus. Jetzt könnt ihr das Ganze mit einem Messer schneiden oder ihr nehmt eine Aufschnittmaschine und dann schneidet ihr einfach ganz dünne Scheiben, wobei ihr natürlich gucken sollt, dass es nicht so dünn ist, dass euch das Ganze auseinanderbricht, aber es soll auch nicht sehr dick sein. Dann legt ihr das Ganze schön auf einen Teller
und gebt ein bisschen was von dem Dressing drüber. Und wenn das Ganze dann fertig garniert ist, könnt ihr es servieren. Das war's zu dem Rezept. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr das Ganze jetzt nachmachen möchtet, findet ihr die Zubereitung auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich persönlich würde es interessieren, wie euch das Ganze geschmeckt hat, beziehungsweise wie es euch gelungen ist. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder auch Social Media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und ansonsten habe ich jetzt nur noch das Video von letzter Woche, die Erdbeerpralinen, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!